Ein herzliches Hallo, ihr wundervollen Seelen. Ich hoffe, ihr könnt mich schon sehen und hören und ich bin live. Schreibt mir doch gerne mal kurz rein, ob das auch wirklich so ist. Denn ich mache das hier über Zoom und es dauert immer so ein kleines bisschen, bis sozusagen das dann online ist. Und immer eine Zeitverzögerung drin. Und ach, ich sehe schon, perfekt, es funktioniert. Es funktioniert, es funktioniert. Sehr cool. Also, ihr Lieben, dann sage ich ein ganz, ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ich habe dir dieses Video mitgebracht, denn, ja, warum eigentlich? Weil ich sehe, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich mit dem eigenen Seelenbusiness beschäftigen und im Grunde schon alles irgendwie dafür getan haben. Vielleicht irgendwelche Coachings gebucht haben, jede Menge Tools verwendet haben, manifestiert haben, bis zum Umfallen, alles Mögliche schon ausprobiert haben. Ja, in verschiedenen Challenges waren Sichtbarkeits-Challenges, da ein Funnel aufgebaut, über die Aktion eine Gruppe gegründet, dann in diesem Manifestationskurs drin, in diesem, was auch immer, Tempel und so weiter. Und es trotzdem, du weißt alles, du weißt alles, 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 was es dafür braucht, um erfüllenden Erfolg, nachhaltigen erfüllenden Erfolg mit deinem Seelenbusiness zu manifestieren. Und trotzdem klappt es nicht. Trotzdem siehst du, dass es immer noch anstrengend ist. Es ist dein Alltag ist immer noch, dein Seelenbusiness-Alltag ist immer noch so davon geprägt, dass du dich anstrengen musst, deine Lieblingskunden anzuziehen, Geld anzuziehen und so weiter. Vor allen Dingen auch deine wahren Wünsche. Irgendwie hast du das Gefühl, ja, ich weiß schon, was ich will, aber irgendwie klappt immer noch nicht so richtig. Und weißt du, der Punkt ist der, wir leben in einem Zeitalter und da ist meines Erachtens jetzt ein globaler Switch nötig. Ja, ich sage es mal ganz platt. Und zwar vom Informationsalter des Wissens. Also wir wissen alles. Ja, du kannst auf alles zugreifen. Auch alles, was du sozusagen bei mir lernst, in Anführungsstrich, auch das kannst du. Naja, vielleicht nicht überall, aber schon sozusagen an diese Informationen rankommen, an dieses Wissen rankommen. Das heißt, wir sind, ich sage es ganz platt und das sage ich sehr häufig, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Das heißt, all das Wissen, also wir eignen uns da Wissen an, da Wissen an, da nehmen wir das mit, da nehmen wir das mit, da und da und machen alles Mögliche. Und irgendwie, durch das viele Wissen, sind wir oft noch viel verwirrter wie vorher. Und setzen dann eigentlich nicht das wirklich um, was es wirklich geht. Und das sehe ich speziell auch beim Thema Seelenbusiness. So viele Menschen, so viele wundervolle, großartige Seelen, die so geile Sachen zu geben haben, so viel Wundervolles mit der Welt teilen möchten, kommen immer wieder ins Straucheln, weil das eben nicht funktioniert, weil sie eben in diesem Wissensriesensmodus drin sind und es noch nicht geschafft haben, in den Umsetzungsmodus hineinzukommen. Und ich möchte dir etwas, also mir ist es vielleicht, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Heidi Marie Wellmann und ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit diesem Thema, Thema Berufung, Thema Seelenbusiness, wobei Seelenbusiness ist noch nicht so lang, aber vor allen Dingen in diesem Kontext, glücklich und erfüllt im beruflichen Kontext zu sein, mit einer eigenen Selbstständigkeit und mit jetzt auch natürlich mit dem Seelenbusiness. Das mache ich jetzt auch schon viele Jahre und weißt du, mir ist eine Sache aufgefallen. Zum einen, funktionieren die Tools, die vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren funktioniert haben, beim Manifestieren nicht mehr so gut? Gerade bei Menschen, die sich eben mit diesen Themen schon beschäftigt haben. Das heißt, wenn wir noch versuchen, nach alten Tools zu manifestieren, zum Beispiel, oder Geld zu manifestieren, Kunden zu manifestieren und so weiter, ein geiles Leben zu manifestieren, das ist nicht mehr so, funktioniert nicht mehr so gut. Und mein Wirken ist, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ich habe mein Wirken, meine Projekte, meine Produkte, meine Dienstleistungen ständig weiterentwickelt. Bei mir gibt es keinen Status quo, weil es gibt überhaupt nie einen Status quo. Das heißt, wenn du, ich verkaufe dir kein Produkt, das, keine Ahnung, das ich vor 3 Jahren verwendet habe. Ja, das mag sein, dass manche Dinge auch
gleich sind, ja, und dass es natürlich universelle Gesetze gibt, die bleiben gleich. Aber die Umsetzung, da haben sich ganz, ganz viele Dinge verändert. Und schon allein, weil die Erde auch noch auf einer ganz anderen Frequenz schwingt, ja, und wir sozusagen diesen Shift gerade machen, oder viele von uns in die 5D-Frequenzen, ja. Und da ist aber noch sehr, sehr viel Spielraum und sehr viel Herausforderung. Und weißt du, ich habe schon so viel getan und wie gesagt, immer auch weiterentwickelt. Alles, was ich, all meine Projekte, Dienstleistungen, meine Tools und so weiter. Und ganz speziell ist mir das aufgefallen jetzt beim Celebrate Your Business Passion Projekt. Da ist es ja so, dass ich Menschen begleite, entweder in Gruppen oder im Einzel. Ja? Wobei Einzel sehr wenig ist, ja, weil ich da einfach nur, ich sage jetzt mal, begrenzte Kapazitäten habe. Und ich habe ja verschiedene Projekte. Ich habe die Ausbildung, ich habe die Berufungslounge, dann verschiedene, das Celebrate Your Passion Projekt, das Celebrate Your Business Passion Projekt in verschiedenen Konstellationen. Und ich habe mal reflektiert, auch in der letzten Zeit zu sehen, wo sozusagen der erfolgreichste Bereich ist. Also wann ist es für meine Lieblingskunden am einfachsten, wann kommen sie am schnellsten weiter, wie können sie am schnellsten manifestieren? Und ich habe mir alles angeschaut und das Ergebnis ist, dass in der persönlichen Begleitung, und zwar in der 1:1 Begleitung, in der täglichen Begleitung. Also ich habe ein Angebot, wo ich Menschen, Lieblingskunden 30 bis 60 Tage persönlich begleite, jeden Tag, um ihr erfüllenden Erfolg mit ihrem Seelenbusiness zu haben. Und da gibt es auch noch eine Konstellation mit Gruppen. Also das ist jetzt nicht unbedingt, aber vor allen Dingen die Menschen, die sozusagen jeden Tag mit mir zusammenwirken. Das ist am erfolgreichsten und da gibt es die schnellsten Erfolge, da gibt es die Mega-Erfolge, ja, also wirklich die Erfolge, wo dir echt der Hut wegfliegt, ja, und so geile Sachen haben wir da schon manifestiert, also unglaublich, also nicht wir, sondern vor allen Dingen meine Lieblingskunden. So, und ich habe mich immer wieder, auch wie gesagt, ich will einfach alles immer weiterentwickeln, damit es einfach für meine Lieblingskunden noch einfacher wird, noch geiler, noch wundervoller und vor allen Dingen auch schneller, weil die Zeiten haben sich geändert. Weißt du, wenn ich früher gesagt habe, es braucht bestimmte Zeiten, um eben etwas zu manifestieren, das mag gewesen sein, aber jetzt braucht es keine lange Zeit, um zu manifestieren. Der Knackpunkt ist, dass wir da dranbleiben, also dass wir das nachhaltig in unseren Alltag umsetzen. Das heißt, eine Manifestation geschieht ratzfatz. Ja? Du gehst in dieses Gefühl, du weißt, was du willst, du gehst in dieses Gefühl hinein, du bist ganz klar, du erlaubst dir sozusagen, dich damit zu verbinden, es jetzt schon zu empfangen und du empfängst einfach, ja? Du verhinderst es nicht mehr. Boom, ist schon passiert. Der Punkt ist aber der, wir sind aber alle noch, viele von uns sind noch in diesen 3D-Manifestationen. Das heißt, na, vielleicht auch 4D, aber so diesen noch nicht komplett im 5D. Und was passiert da? Das heißt, du manifestierst erstmal vielleicht aus 5D heraus, ja, bist vielleicht einer hohen Energie, das merke ich immer wieder, und dann kommt dein Alltag und dann switchst du um in die 5D-Variante. Ja, du switchst um in die, nicht in die 5D, sondern in die 3D-Variante. Das heißt, es kommen Zweifel, es kommen Ängste, es kommen Sorgen, es kommt das, du siehst das, was jetzt ist. Also das heißt, du siehst, Kontostand noch der gleiche, die Kunden sind noch nicht da und so weiter. Und dann lässt du dich wieder in die 3D-Variante hineinfallen. Und das ist sozusagen das, was viele jetzt sind. Das heißt, manifestieren vielleicht auf einem hohen Niveau, aber dann kommt der Alltag und dann wird es verhindert. Ja, indem, wie gesagt, Ängste, Zweifel und so weiter. Und genau da, in dieser Phase, ist meines Erachtens die wichtigste Phase. Das ist die Umsetzungsphase. Und ich hatte ja gesagt, die erfolgreichsten Menschen, die ich begleite, sind in diesem 1:1 und zwar jeden Tag. Ja? Und genau das ist der Knackpunkt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, es kann sich natürlich nicht jeder eine 1:1 Begleitung leisten und ich habe auch nicht die Kapazitäten, so viele aufzunehmen, weil ich es auch liebe, in Gruppen zu arbeiten. Ich finde die Kombination 1:1 und Gruppe finde ich eine geile Kombination, aber auch nur Gruppen. Also je nachdem, wo man steht, hat halt alles seinen Charme. Ich wollte aber trotzdem die Essenz, die ich sozusagen daraus erfahren habe,
umsetzen und sozusagen einer breiten Masse zur Verfügung stellen. Und so kam vor einiger Zeit eben die Seelenbusiness-Matrix zu mir, an der arbeite ich ja schon eine ganze Weile, zumindest mal im kleinen Rahmen. Und nun ist es an der Zeit, die auch breit, in die breite Masse zu bringen. Ja? Und zwar in und mit der Seelenbusiness-Matrix zu wirken. Und zwar kontinuierlich, jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag eine klare Ausrichtung, klare hohe Manifestationen und in einer klaren hohen Energie zu sein. Und genau das macht es aus. Genau das ist sozusagen dieses tägliche Dranbleiben. Und es müssen keine großen Geschichten sein. Du musst nicht 5 Stunden meditieren oder so. Es reicht, wenn du 30 Minuten pro Tag für deine konkrete Ausrichtung, für dein Seelenbusiness, und zwar wirklich aus einer hohen Energie heraus, in einem Feld, wie gesagt, aus dieser Seelenbusiness-Matrix heraus manifestierst und es auch integrierst. Und durch dieses tägliche Dranwirken integrierst du. Und genau das ist auch der Knackpunkt. Viele geben viel zu früh auf. Das heißt, vielleicht hast du selbst vielleicht ein Coaching gemacht oder wo du genau das auch, also vielleicht dieselben Tools verwendet hast, ja, also du hast manifestiert aus einer hohen Frequenz heraus, du hast gelernt, wie das funktioniert und hast dich total geil gefühlt und du hast auch richtig gute Ergebnisse vielleicht schon gehabt während dem Coaching oder auch nicht, ja, je nachdem, wo du stehst. Und dann ist das Coaching vorbei. Und was passiert dann? Bei den meisten ist es so, dass diese High-Phase, die hält noch eine Weile an und dann, wie gesagt, kommt der Alltag. Und der Alltag ist man schnell wieder in dieser 3D-Variante drin und manifestiert wieder das, was man nicht will. Und deswegen kann ich nicht oft genug sagen, eine nachhaltige Integration, also die Umsetzung, ist das, was jetzt einen wirklich erfüllenden Erfolg ausmacht. Das, was erfüllenden Erfolg überhaupt garantiert. Ja? Dieses ständig ausrichten. Dadurch erhöhst du selbst deine Energiefrequenz kontinuierlich. Du schaffst ein ganz anderes Resonanzfeld, ein eigenes Resonanzfeld der Fülle, des Reichtums und so weiter, was du manifestieren willst. Und dadurch, dass du angebunden bist an die Seelenbusiness-Matrix und aus der wirkst sozusagen, sind deine Manifestationen, geht es viel, viel schneller und du kannst viel, viel schneller manifestieren und du erlöst auch alles, was dir nicht mehr dient. Ja, durch deine tägliche Konzentration und kontinuierliches Wirken. Ja. Und genau hierfür, für diese Lücke sozusagen, und das ist für mich, wie gesagt, das ist ein Mega-Shift. Zum einen diese Erkenntnis und auch mein Wunsch sozusagen, das der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und aus diesem Wunsch heraus ist dieses Projekt entstanden, dieses 30-tägige, also es kann natürlich immer wieder verlängert werden, so lange, bis du genau das integriert hast, was du willst. Aber vor allen Dingen 30 Tage erstmal kontinuierlich, jeden Tag an dir und an deinem Seelenbusiness, an der Ausrichtung, an der Manifestation, genau an diesem Punkt zu arbeiten und an nichts anderem. Und da geht es gar nicht so sehr um die Technik und Sonstiges, sondern es geht um das, was du wirklich bist. Weil das Universum sagt immer Ja zu deiner aktuellen Frequenz. Und wenn du nicht gelernt hast, und zwar nachhaltig gelernt hast und es integriert hast, sozusagen aus 5D zu manifestieren und in 5D deine Manifestationen zu auch geschehen zu lassen, dann wirst du immer, geht es immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und dieses Ping-Pong-Spiel, es funktioniert mal, dann funktioniert mal wieder nicht und so weiter. Das ist das, was total schwer ist, was total anstrengend ist für viele. Ja? Wenn du das wirklich nachhaltig verändern möchtest, dann habe ich eine super Gelegenheit und Möglichkeit für dich. Ja? Und zwar das neue Projekt, eben diese Seelenbusiness-Matrix, Teil dieser Seelenbusiness-Matrix zu sein, und zwar 30 Tage lang, jeden Tag, wöchentäglich, Ausrichtung auf das, was du willst. Erlösen von dem, was dir nicht mehr dient und immer mehr in dieser Frequenz zu sein, in dem du dir wünschst eigentlich, dass dein Seelenbusiness ist. Ja? Also in der erfüllenden Frequenz. Und genau das machen wir täglich. Jeden Tag. Jeden Tag. Und das Ganze ist für einen wirklich ein Mini, Mini, Mini-Preis. Ja? Es sind 333 Euro für einen Monat, für 30 Tage. Und wie gesagt, kannst du jederzeit verlängern, aber vor allen Dingen erstmal 30 Tage kontinuierlich. Weil wenn du mal in diesen Flow kommst, in diesen Manifestationsflow, in deinen
in deine Routine, in Anführungsstrich, ja. Aber hier ist Routine ganz anders gemeint, wie so eine klassische Morgenroutine, sondern es ist eine ganz andere Energie, es ist ein ganz anderes Level. Und genau darum geht es. Ein Seelenbusiness muss meines Erachtens aus diesem Level kreiert werden und aus diesem Level nicht nur manifestiert werden, sondern auch gelebt werden. Und wenn du nicht in diesem Level bist, dann wirst du dir immer schwer tun mit deinem Seelenbusiness. Dann wird es immer anstrengend sein. Und deswegen sage ich es nochmal, ist diese Umsetzungsphase, das Wissen, nochmal, das hast du. Ja? Wir sprechen auch hier nicht von Wissen, sondern es geht um die Umsetzung. Und wie gesagt, 30 Tage, 333 Euro. Du kannst einsteigen. Wir starten für öffentlich, also du kannst sozusagen die öffentliche Variante, die startet am 10.07. Ab da kannst du dabei sein. Das heißt aber, melde dich jetzt schon an und dann bist du dabei. 30 Tage, jeden Morgen. Geht um 8.08 Uhr, gehe ich live. Und genau, es gibt immer ein Replay. Also wenn du nicht dabei bist, macht es nicht. Du bist eh in diesem Feld drin. Also wenn du drin bist, bist du drin in diesem Feld und du wirkst mit, ja, ob du live dabei bist oder das Replay dir dann anschaust. Und ja, also ich kann nur sagen, erzähl dir keine Geschichte, mach es dir auch nicht so schwer, ja. Und vor allen Dingen bleib bei dem, was du wirklich willst, weil das sehe ich auch immer wieder. Menschen haben so eine geile Vision, so etwas Großartiges. Und weil es nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, geben sie irgendwann auf. Ja? Oder sind fertig oder sind in dieser Schleife hoch, runter, in diesem Ping-Pong-Spiel. Und ganz ehrlich, es wird so Zeit, dass wir damit aufhören. Ja? Und meines Erachtens ist das der Missing Link, so, dass das einfach dieses Umsetzen, dieses Dranbleiben. Auch wenn es uncharmant klingt, ja. Und wenn auch viele jetzt hier sagen, ja, aber Moment, manifestieren geht doch jetzt in 5D sofort. Natürlich geht es sofort. Aber du, ich sag's nochmal, du manifestierst sofort. Und wenn du in dieser Energie bleiben würdest, in dieser, na klar, ich habe mir jetzt die, keine Ahnung, die 3 Millionen manifestiert und na klar kommen die jetzt diesen Monat zu mir. Wenn du in dieser Energie bleibst, dann wird es genauso sein. Und du auch nichts in dir hast, was dagegen wirkt. Deine ganzen Programmierungen, solange du darauf vollkommen ausgerichtet bist, in dieser Frequenz bist, dann ist das Universum sagt natürlich ja, ja, ja und bringt dir genau diese Gelegenheiten, Möglichkeiten. Aber wenn du zwar in dieser Energie das manifestierst, aber dann zum Beispiel am Tag 2, 3 Millionen ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ob das funktioniert, wo soll das denn herkommen? Was muss ich denn dafür machen? Wenn du so unterwegs bist, dann bestellst du schon ab. Dann bist du schon einer ganz anderen Energie. Du bist ganz anders wieder. Ja? Und genau darum geht es, dass du eben nicht mehr in diese Energie hineinfällst. Dass du nicht mehr beginnst, sozusagen, das wieder abzubestellen. Weil du bist eine Manifestationsheldin, ein Manifestationsheld. Das bist du schon von Geburt an. Was du aber jetzt vielleicht noch nicht bist, ist ein bewusster Manifestationsheld, eine bewusste Manifestationsheldin. Und dafür ist es so wichtig, dass du eben, wie gesagt, nicht mehr verhinderst. Ich sehe das immer wieder im Coaching, dass Menschen bei jedem Coaching, Menschen haben immer so voll die geilen Aha-Erlebnisse und dann sind sie voll high und überhaupt yes und total motiviert und ist doch klar, es hat eben Klack gemacht. Das ist in jedem meiner Coachings so. So, einige davon, bei denen ist es im nächsten Coaching genauso, bei denen geht es weiter. Und einige davon ist es im nächsten Coaching, ist wieder dieses Thema. Und weißt du, was der Unterschied zwischen den zwei ist? Und ich sage es dir nochmal, es ist die einen, die haben dieses Erkenntnis und haben dann manifestiert, zum Beispiel im Coaching, eine ganz bestimmte Energie, einen ganz bestimmten Bereich oder Erfolg oder was auch immer und sind dann aber nach dem Coaching in eine ganz andere Energie wieder hineingegangen, in Zweifel. Ah, und dann kommt wieder der Alltag und dann kommt wieder das und dann kommt der Kontoauszug und dann kommt, erzählt dir irgendjemand was ganz anderes und du bist wieder raus. So. Und das ist es, du hast wieder abbestellt. Du bist wieder auf einer anderen Frequenz. Du bist nicht mehr auf der Frequenz, die du eigentlich sein könntest. So, und die andere Person, die aber beim nächsten Coaching weiter ist, ja, die hat genau das gemacht. Die hat sich immer wieder darauf konzentriert. Immer wieder ist stur in diesem Bereich geblieben und ist dran geblieben. Das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied. Und das ist kein Hexenwerk, das können wir alle. Nochmal, wir sind alle, wir manifestieren alle rund um die Uhr. Die Frage ist nur, welche Programmierung hast du in dir und was manifestierst du?
Und wenn du noch Programmierung in dir hast, das siehst du ja im Alltag, ja? Du siehst ja, wenn du total inspiriert bist und in deinem Alltag das noch nicht umgesetzt hast, ja, dann ist es genau das. Dann ist es genau das, dass du sozusagen vergessen hast, was du manifestiert hast, weil du lässt dich wieder vom Alltag in eine andere Energie hineinbringen. Und solange du nicht konsequent in einer bestimmten Energie bleibst, solange wird diese Welle sein, hoch, runter, hoch, runter, solange wird es anstrengend für dich sein. Und das kannst du, wie gesagt, minimieren und vor allen Dingen so gut wie auslöschen, in Anführungsstrich, diese Hoch und Runters und überhaupt, wenn du eine Zeit lang konsequent an diesem Thema dran bleibst. In diesem Fall eben erfüllenden Erfolg mit deinem Seelenbusiness zu manifestieren. Dafür gibt es diese Seelenbusiness-Matrix, die einmalig ist. Die habe ich erschaffen, ja, gemeinsam mit den ersten, also zumindest mal, die schwebt ja schon oder ist ja schon länger in mir und ich habe sie bewusst irgendwann wahrgenommen und jetzt wird sie immer mehr vergrößert. Das heißt, du kannst in diese Matrix einsteigen, in der schon so viel Fülle, Reichtum und ja, Erfüllung, Freude und Liebe und Ausdehnung ist, ja, die ist schon da. Und je mehr du dich in die einklingst, ja, mit kontinuierlich in dieser Matrix wirken, je mehr erlebst du erfüllenden Erfolg. Und ich sage es nochmal, das ist kein Programm oder so. Also du lernst jetzt hier nicht Positionierung, Sonstiges und so weiter. Hier geht es um die nachhaltige Manifestationskraft, um dein Seelenbusiness, dass du es erfolgreich manifestierst. Wenn du woanders anfangen willst, dafür gibt es das, zum Beispiel das dreimonatige Celebrate Your Business Passion Programm. Da kannst du dich bewerben, da ist das mit drin. Ja, also die tägliche, wochentägliche Ausrichtung ist in dem Celebrate Your Business Passion, in dem Neuen mit drin. Und da starten wir auch Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche. Da kannst du mit dabei sein. Da geht es dann klar, was ist mein Seelenbusiness? Also erstmal da Klarheit zu bekommen, die Ausrichtung, Positionierung in Anführungsstrichen, aber wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene, ein Geldmagnet zu werden, ein Kundenmagnet zu werden, all das und alles, was dich daran hindert, das gehen wir in diesem Programm an. Programm in Anführungsstrich. Auch da wirken wir in und aus der Seelenbusiness-Matrix. Aber da ist auch viel mehr Futter für den Verstand. Aber die Seelenbusiness-Matrix, sozusagen, dass du täglich dabei bist, da kannst du dabei sein. Und es ist für, wenn du dich fragst, ob das vielleicht für dich geeignet ist, es ist für Anfänger geeignet, die noch nicht Klarheit zu ihrem Seelenbusiness haben, um sich dafür zu öffnen, weil du beginnst einfach schon zu manifestieren. Es ist für Menschen vor allen Dingen gedacht, die schon recht viel dafür getan haben und noch nicht eben das in der Praxis haben, was sie haben wollen. Für die ist dieses Projekt perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja? Und vor allen Dingen zu einem, wie gesagt, einem mega, mega Preis, ja, 333 Euro, das ist echt mini, mini, mini. Und das, was da rauskommt, ist mega, 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 mega. Ja, also, und vor allen Dingen, wie gesagt, es geht um tatsächlich diesen absoluten Missing Link und das ist das um die Umsetzung. Ja, genau. Das Celebrate Your Business Passion, das dreimonatige Programm, das kostet 4.444 Euro. Aber wie gesagt, da geht es um viel mehr. Ja, also viel mehr in dem Sinn, da ist viel mehr Futter für deinen Verstand, ja, und für deine Ausrichtung. Und da beginnen wir wirklich von ganz vorne. Genau, also du hast die Wahl. Du kannst ja jetzt noch oft erzählen, Geschichten, ja, sollte ich jetzt noch ein Coaching oder irgendwas, nochmal, das ist kein Coaching hier. Das Seelenbusiness, die Matrix, das ist kein Coaching. Das ist ein Trainingsfeld, in Anführungsstrich. Das ist ein Übungsfeld. Ja, genau. Und ich kann dir sagen, das wird richtig, richtig, richtig geil. Genau. Hallo, hallo, hallo. Ja, sehr cool. Coole Intention hier. Hallo, 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 ihr Lieben. Genau, also, das ist es. Also das ist das Projekt, das wir jetzt starten und ich werde in dieses Projekt sehr viel, das auch sehr, sehr ausdehnen, weil ich schon die ganze Zeit danach gesucht habe, auch wirklich das Thema seelenbasiertes Wirtschaften, das ist mir ja ein Herzensanliegen, wenn du mich kennst. Und da zum Beispiel Wege zu finden, um das noch mehr in die breite Masse zu bringen. Und das fühlt sich für mich so an wie damals, als ich mit Berufung an den Start gegangen bin, ja, Berufung sozusagen Mainstream gebracht habe. So fühlt sich das mit der Seelenbusiness-Matrix an. Und ich bin so beseelt und bin so happy. Und ja, also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du
bereit bist, nachhaltig, nicht ein Programm. Das Programm kannst du auch haben. Wie gesagt, 3 Monate, 4.444 Euro. Das ist eine gute Sache, gut investiertes Geld, um tatsächlich zu starten. Aber wenn du Daily Business und das, dann ist das perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau. Sehr, sehr cool, ihr Lieben. Also, das war's, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich habe das eh schon verlinkt hier. Kannst du, denk nicht drüber nach, buch das gleich, weißt du, wenn du dich angesprochen fühlst, dann geh gleich auf den Link und buch es sofort, ja, weil dieses, oh, ich überlege noch und so weiter, ehrlich, bei dem Preis gibt es eh nichts zu überlegen und du siehst ja, was du in deinem Alltag hast und ich sag's nochmal, ich verkaufe dir hier kein Produkt oder kein Tool oder sowas, ja, sondern ich verkaufe dir, in Anführungsstrich, deine eigene Intention, deine eigene Manifestationskraft und ich verkaufe dir vor allen Dingen einen Platz, in Anführungsstrich, in der Seelenbusiness-Matrix, ja? Dass du aus und in der wirkst. Und natürlich, wenn du da eh schon mal angeschlossen bist, dann wirkst du eh daraus. Ja? Aber ich sage es nochmal, Daily Business. Daily Business ist das, da ist, was du gerne hättest. So lange. Ja. Und ja, das war's für heute. Das war's, das war's, das war's. Das wollte ich loswerden. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Und wenn dich das hier inspiriert hat und wenn du denkst, ah, da gibt es noch andere, mit denen möchte ich das zusammen machen, dann tu das, leite das weiter. Ja, vielleicht noch mehr. Je mehr Menschen, bewusste Menschen in der Seelenbusiness-Matrix sind und daraus wirken, desto geiler wird es für jeden Einzelnen. Also, lade deine Freunde ein, mach das mit deinen Freunden zusammen, die vielleicht auch so etwas planen oder bei denen es auch noch ja, so ein bisschen struggelt und halte das nicht zurück. Lass uns gemeinsam wirken. Ja? Das ist hier ein Gemeinschaftsprojekt, weil ich habe die Seelenbusiness-Matrix sozusagen erschaffen, aber gemeinsam wirken wir. Ich mache das nicht alleine, das machen wir gemeinsam. Und erst dadurch wird sie immer größer, 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 größer. Ja? Dieses geile Resonanzfeld. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es jetzt schon gespürt, ja? Weil letztendlich bin ich eh in dieser Matrix drin. Ja? Und wie gesagt, wenn ich dich angepiekt habe, wenn ich dich inspiriert habe, dann klick den Link und buch dir deinen Platz und lass uns gemeinsam die geilsten Seelenbusinesse kreieren und die Welt erschaffen, die wir wirklich wollen. Ja? Und nicht warten, dass irgendetwas geschieht. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Also, bis dann, bis dann, bis dann, ihr Lieben. Ciao.